Um mal mit einem starken Statement anzufangen. Ich liebe das Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Dort lerne ich immer viel und ich bekomme Anregungen für meine Arbeit und Ideen, wie ich das ein oder andere Problem lösen kann. Aber es gibt Arbeiten, da scheint ein wühliges Großraumbüro, am besten noch mit Publikumsverkehr, nicht der richtige Ort zu sein. Meine Chefin hatte mich mal gebeten, eine Bewertung zu schreiben. Und das heißt, im Großraumbüro darauf achten, dass niemand plötzlich hinter einem steht oder der Monitor eingesehen werden kann, alle Unterlagen wegräumen, wenn man sich einen Kaffee holt und so weiter und so weiter. Das ließ sich zu Hause, wo ich zumindest bis Schulschluss immer alleine war, viel besser organisieren. Da konnte man dann ohne Unterbrechung sauber durcharbeiten und trotzdem Kaffee holen. Das war dann mein Einstieg ins Homeoffice und ist nun mittlerweile Jahre her. Es kamen andere Gelegenheiten dazu, zu denen ich mich zu einem echten Homeoffice-Fan entwickelt habe. Zum Beispiel ein Telefonat mit der Softwareabteilung in Indien. Die fand wegen der Zeitverschiebung auch gerne mal morgens um 6 statt. Also, 4.30 Uhr aufstehen, duschen, anziehen, zur Firma fahren und dann im leeren Büro um 6 Uhr pünktlich die Konferenz eröffnen. Im Homeoffice heißt das, 5.30 Uhr aufstehen, erst einen Kaffee trinken und um 6 Uhr an der Konferenz, ohne Video, das ist ja wichtig, im Schlafanzug mit dem Kaffeebecher in der Hand teilnehmen, dann duschen und dann gemütlich, ohne Zeitdruck, zur Arbeit fahren. Es gab auch noch andere Gelegenheiten, montags morgens oder Freitagnachmittag, am besten noch im November, wenn niemand im Winterurlaub, aber das Wetter schlecht ist. Da wünscht man sich im Homeoffice arbeiten zu dürfen, einfach nur, um den Berufsverkehr zu vermeiden. Mein Büro war in Düsseldorf, ich selbst wohne in Bochum. Fahrten zum Büro, wenn die Messe Boot stattfindet, heißt 1,5 Stunden hin und dann 1,5 Stunden zurück. Bei 8 Stunden Arbeit und einer Frühstücks- und einer Kaffeepause zu 15 Minuten und 30 Minuten Mittagspause waren das zusammen 12 Stunden. Also um 8 Uhr losfahren und um 20 Uhr nach Hause kommen. Der Tag ist dann freizeitmäßig komplett gelaufen. Noch schlimmer fand ich diese Situation als junger Familienvater. Als die Kinder im Kindergarten waren, da schien das ganze Familienleben reduziert zu werden auf Kinder in den Kindergarten treiben und abends ins Bett pushen. Das ist nicht der lustigste Teil des Familienlebens, aber vom Rest hat man nichts mitbekommen. Ein bisschen neidisch habe ich auf unseren Außendienst geschaut. Die waren im Büro, um sich zu treffen, ihre Routen stellten sie sich aber am Montagmorgen zu Hause am Kaffeetisch zurecht. Während ich im Stau steckte und Abrechnung haben sie immer am Freitagnachmittag gemacht, wenn ich schon wieder im Stau war. Du meine Güte, wie sehr hätte ich mir gewünscht, die Wochenplanung am Sonntagabend so 1-2 Stunden vor dem Tatort zu erledigen, um dann mit gutem Gewissen den Tatort zu genießen, die Woche ist ja vorbereitet, es warten keine Überraschungen, und dann für diese Mehrarbeit am Montagmorgen erst um 10, also nach dem Stau, ins Büro zu fahren. Ein völlig entspannter Wochenanfang. Aber unsere Rahmenbedingungen passen noch nicht zum Homeoffice, trotz der vielen Vorteile, die es bieten kann. Sonntagsarbeit ist anders vergütet als Arbeit unter der Woche und somit ist also nichts mit entspannt die Woche beginnen und die Arbeitswoche ohne Stau anfangen lassen. Wenn man um 3 aufhört zu arbeiten, weil die Kinder dann aus der Schule kommen, weil man miterleben will, wie es ihnen in der Schule ergangen ist und abends nach der Tagesschau die restlichen 2 Stunden nachholen möchte, dann darf man am nächsten Tag nicht um 8 arbeiten aufgrund der Ruhezeiten. Dabei ist das Potenzial gewaltig. Stellt euch einmal vor, die Stadtverwaltung schafft es, einen Tag pro Woche von zu Hause zu arbeiten. Das wären 20% weniger Personal im Haus, also 20% weniger Bürofläche, 20% weniger Heizkosten, 20% weniger Reinigungskosten. Neben dem Umweltschutz durch die geringeren Heizkosten kommt noch 20% weniger Berufsverkehr hinzu. Aus der Sicht des Personals würde dies bedeuten, bei 30-minütiger Fahrzeit 1 Stunde mehr Freizeit und weniger Fahrkosten. Also, der Arbeitgeber hat weniger Kosten, der Arbeitnehmer mehr Freizeit und an der Bezahlung und Arbeitsleistung hat sich nichts geändert. Und das wäre auch eine massive Kosteneinsparung ohne Stellenabbau oder Leistungsreduzierung. Ein Traum für jeden Kämmerer. Warum um alles in der Welt haben wir bis Corona gewartet, um diese Ideen umzusetzen und weiterzuentwickeln? Lasst uns die Homeoffice-Idee weitertreiben zum Nutzen aller. Weil Bochum.